Guten Tag Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video Winterresort Simulator 2019. Ja, ich glaube, wir sind das erste Mal so wirklich auf diesem Kanal in der Season 2. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der Winterresort Simulator hat die Season oder dieses Update Season 2 bekommen. Ja, es ist einiges neu. Ihr seht, dieses ganze Menü ist jetzt neu. Ihr könnt euch jetzt hier so einen Charakter machen. Oh ja, könnte ich auch mal wieder neu machen. Dann habt ihr hier die Einstellung, das ist gleich geblieben, der Mod-Upload und ihr habt einen ganz neuen Steam-Workshop. Also, wir können ja einmal durchscrollen. 37 Objekte haben sie bei jetzt schon. Kann man schauen, denn ich war heute noch gar nicht auf Steam, muss ich wirklich sagen. Ich sehe hier aber eigentlich nichts Neues, also ich kann hier euch einmal die Objekte zeigen, die es momentan gibt. Das sind eigentlich alles Objekte, die es schon mal gab. Und ja, jetzt ist das so geregelt, dass ihr könnt ja in den Singleplayer gehen oder in den Multiplayer. Dann könnt ihr euer ein neues Spiel aufmachen, auf die gespeicherten Spiele von euch zugreifen, dann ein Spiel von euch aufmachen. Oder ihr könnt einem Spiel beitreten. Und ja, da braucht ihr auch keine Angst haben, das geht manchmal ein bisschen. Ja, dann habt ihr hier noch das Singleplayer-Menü, das ist auch nochmal ganz wichtig, eigentlich recht wichtig. Ihr könnt ihr eine Nummer, gesagt, die alten Spiele machen, hattet ihr ja auch, wenn ihr spielen hattet, das ist jetzt ein neues Spiel, könnt ihr machen und hier ist eigentlich auch alles gleich geblieben, also ihr habt hier die Karriere, ihr habt hier den Sandbox, könnt ihr auch nochmal hin und her switchen und die Karriere habt ihr immer noch Geld, Hallstein und Geldschild. So, und dann habt ihr wie gesagt die gespeicherten Spiele, die habe ich jetzt alle aus dem WRS schon mal, aus dem WRS Season 1 rauskopiert und dann hier eingefügt. Ja, ich muss sagen, ich habe hier nochmal ein bisschen aufgeräumt. Ihr seht ja noch meine allererste Map Garstein. Die wird ja von Jonas aus dem TC-Modding gerade bearbeitet, weil meine Map damals ja nicht so krass war. Und Weißbachtal habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geöffnet, weil ich eher noch warte, bis diese ganzen Mods da sind. Und wir gehen jetzt einmal auf Zirbenberg. Ja, jetzt könnte ich hier wie gesagt die Mods noch, das hatte ich vergessen zu sagen, die Mods alle anwählen. Und dann starten wir das ganze Spiel erstmal. Generell ist der WRS einfach viel schneller als vorher, muss ich wirklich sagen. Es lädt einfach, wenn ihr über Steam geht, dann lädt es jetzt keine 1-2 Minuten mehr, sondern es lädt vielleicht 20 Sekunden, wenn überhaupt, und dann seid ihr schon im Spiel drin. Manchmal ist es auch so, dass, keine Ahnung, ich hatte es auch schon, dann habe ich direkt drauf geklickt und dann war das schon fast direkt offen, also das ist auch. Ja, und jetzt gehen wir einmal hier in Zirbenberg rein. Oder zeige ich euch das einmal, denn es ist wirklich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, das Video hattet ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Denn ich muss zugeben, ich hatte die anderen Videos alle gelöscht, die ich von Zirbenberg vor der Season 1 aufgenommen hatte. Das war so viel. Ich zeige euch das jetzt trotzdem einmal. Hier war zum Beispiel nur so eine richtig Pistenbully-Garage, die ich richtig gut ausmodelliert hatte mit Mods. Ja, oh, es leckt auch jetzt ein bisschen. Hier war zum Beispiel auch noch so eine Schranke, Bushaltestelle. Ich hatte ganz viel vom AMT verwendet. Ja, hier waren ja zum Beispiel diese Weidenzäune, die ich alle so ordentlich hingesetzt hatte. Und Schranken und alles mögliche. Kassen. Ja, ihr seht, ne, es sieht halt schon so ein bisschen traurig aus, wie das alles hier so rumsteht. Und ja, wundert euch jetzt nicht, jetzt ist hier halt die D-Line. Aus dem Standardspiel, die habe ich jetzt hier erstmal wieder hinten platziert. Und ja. Allerdings sieht das jetzt auch so ein bisschen sad hier aus, finde ich. Also es ist wirklich traurig. Das Stationsgebäude stand jetzt zum Beispiel noch ohne alles. Das stand wirklich nur noch dieser Betonklotz da. Und ja, hier ist halt auch nicht mehr viel. Die Hütte ist, ich weiß nicht, ich glaube, die hattet ihr gar nicht im Video gesehen, aber die ist auch geblieben. Die Terrasse, die wir hier gebaut hatten, ist halt auch alles so geblieben. Ja, größtenteils. Lichter und so sind natürlich jetzt alles weg, die wir hier so aufwendig platziert hatten. Naja, und ich frage mich halt wirklich gerade, warum das so krass leckt. Also so wird halt wirklich noch nicht geleckt. Ich muss dazu auch sagen, die Grafik ist an sich besser geworden. Allerdings, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, wenn ich das mal so einblende. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe ja wie gesagt noch keine Grafikkarte, die kaufe ich jetzt zum Beispiel erst zu Weihnachten oder bekomme die. Und mein Prozessor muss jetzt viel weniger arbeiten. Wenn ich jetzt die Aufnahme-App nicht anhabe, dann arbeitet mein Prozessor mit 7% oder 8%. Früher hat er mal mit, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, aber mit 70 oder so gearbeitet. Der RAM wurde auch entlastet. Da hatte ich früher mal so 13 GB, wenn ich Maps geöffnet habe, jetzt habe ich nur noch 11.
Ja, und der CPU, also die GPU für die Grafik, der ist natürlich jetzt enorm. Ohne Grafikkarte arbeitet er jetzt mit 99 bis 100% im Durchschnitt. Und ja, ich habe die Grafik schon ein bisschen runtergeschraubt. Es ist halt wirklich so, die Grafik an sich ist viel klarer. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist klarer. Ihr kennt halt die Sachen besser. Und es ist alles so ein bisschen heller und es sieht so aus, als hätte das alles theoretisch mehr Pixel bekommen. Keine Ahnung, hört sich komisch an, aber ja. Und naja. Ich weiß es nicht. Also ich finde es besser, aber ohne Grafikkarte macht das halt nicht so wirklich Spaß, wenn ich mit so einem großen Bildschirm spiele. Ich habe jetzt glaube ich 26 Zoll. Das ist dann manchmal ein bisschen ätzend, aber ich bin froh, dass ich dann eine Grafikkarte bekomme. So, dann habt ihr hier das Dorf zum Beispiel auch noch. Das habt ihr glaube ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich halt um das Dreifache ungefähr vergrößert. Und ja, das ist halt auch schade, weil ich halt richtig viele Mods und AMT-Mods verwendet und das ist halt alles weg. Deswegen würde ich am liebsten sogar alle Objekte einfach hier nochmal killen, alles von der Map runterwerfen und alles neu bauen. Ich weiß nicht, ob das geht. Es wäre auf jeden Fall so eigentlich ganz nice. So, dann verlassen wir mal ohne Speichern. Und das ist jetzt auch ein neues Feature, denn ihr seid jetzt direkt wieder im Hauptmenü. Und es geht eigentlich recht flott. Ich habe wirklich an der Stelle gerade nicht geschnitten. Ja. Was kann man denn noch zeigen? Wir können jetzt hier nochmal in den Multiplayer gehen, können einen Neustart machen. So, jetzt starten wir das alles nochmal und ihr seht, ich habe auch noch nicht so viel Season 2 gespielt. Ich hatte das auch lange offen. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, wartet mal. So, jetzt sind wir halt wieder im Hauptmenü, das geht auch recht flott. Und wartet mal, jetzt können wir nämlich in den Multiplayer switchen und jetzt können wir zum Beispiel eingespeicherte Spiele aufmachen. Ich war jetzt zum Beispiel Multiplayer, das zeigt euch auch an. Zuletzt auf Hallstein. Können wir jetzt zum Beispiel mal hingehen, wählen mal keine Mods. Ich mache es jetzt einfach mal nur so zum Spaß, Sims, Game, meinetwegen, zack. Und ja, dann lädt das Ganze auch eigentlich recht schnell. Und im Multiplayer lädt das alles nochmal ein bisschen schneller, langsamer, Entschuldigung. Denn jetzt seht ihr zum Beispiel, Augenblick wird die Map hochgeladen und ja, es ist es. LOL. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt ein Bug ist. Leute, ihr seht es ja gerade über mir, wenn ich jetzt so gucke, ist hier der ganze Himmel irgendwie so orange. Wenn ich senkrecht gucke, ist es schwarz und so ist alles eigentlich recht hell und neblig. Und es schneit. Ganz, ganz leicht. Jetzt könnt ihr hier... egal. Jetzt habt ihr hier natürlich wieder die Karte. Jetzt seht ihr hier ziemliche Gegend laufen. Wow. Und an sich ist jetzt eigentlich hier nicht viel Neues. Ich muss zugeben, dass ich noch die Hallstein 1 habe. Weil ich mir das, dieses Pack noch nicht gekauft habe. Werde ich aber bald machen. Und ja, dachte ich einfach mal im Multiplayer, hatte ich schon mal ein bisschen hier auf Hallstein gespielt mit anderen Leuten. Das werden wir auch bald mal machen, wir werden einfach mal im Multiplayer ein bisschen spielen. Und ja, also ich finde die Schneemenge, das wurde echt gut verbessert. Wenn ihr jetzt hier einfach mal hinfahren, dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel einfach den Schnee durch die Gegend schieben. Habt ihr hier wirklich so einen richtigen Haufen? Und das finde ich schon echt nice, muss ich sagen, dass ihr den Schnee jetzt wirklich richtig gut verschieben könnt. Und wenn ihr jetzt... warte, ich switche jetzt hier nochmal ein bisschen um. Ah, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, die Pistenruppe ist nicht mehr da, wo ich sie haben wollte. Nee, das ist die. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal... was kann man denn mal machen? Oh, jetzt fahren wir einfach die ganze Piste wieder kaputt, die wir so schön repariert haben. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel... okay, jetzt leckt es halt wegen der Schneekanone. Jetzt können wir hier zum Beispiel den Schnee ganz langsam verteilen und das Schild dann zum Beispiel langsam hochheben und den Schnee dann flächendeckend verteilen. Das ist auch echt nice, muss ich sagen.
Das ging zum Beispiel im Skiregion-Simulator gar nicht. Da konntet ihr mal so ein bisschen Schnee verschieben und hier könnt ihr wirklich beeinflussen, wie viel Schnee ihr verschieben wollt und wohin. Es ist schon alles ein bisschen besser. Ja, ich weiß, es leckt gerade ein bisschen von mir. Darum werde ich mich jetzt aber auch bald in den nächsten Tagen kümmern, wie gesagt. Das müsst ihr wirklich nicht mehr in die Kommentare schreiben, denn ich kenne dann Leute, die das 100 Mal in die Kommentare schreiben, ist aber auch egal. So, und dann gibt es das kleine Menü. Okay, jetzt müssen wir halt ganz kurz warten, bis das weg ist. Und dann können wir auch ganz normal durch die Gegend fliegen. Das ist halt auch ganz geil. Da kann man dann wirklich schöne Pisten, Bulli, Raupen, die man auch nimmt, Aufnahmen machen. Hier hatten wir zum Beispiel, an diesem Multiplayer hatten wir wirklich alles präpariert. Ganz Hallstein, glaube ich. Hier unten hatten wir halt noch nicht, aber dann bis hier irgendwie was sind wir runtergefahren. Ich hatte nur leider keine Screenshots gemacht und ich glaube, das war vor 2 Tagen oder so. Und damals wusste ich auch leider noch lol. Und damals kannte ich das Menü leider auch noch nicht. Ja. Das ist wirklich eine tolle, tolle Sache, muss ich echt sagen. So, jetzt fliegen wir noch einmal. Zack. Ach, jetzt wieder nicht. Doch, jetzt. Lol, ist hier gerade eine Lawine runtergekommen? Ich sah gerade so aus. Egal. Auf jeden Fall, ist das alles ziemlich verbessert worden, Performance und Co. Ich weiß jetzt eigentlich gerade nicht mehr, was ich noch so zu Season 2 sagen kann. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder da. Dann seht ihr auch nochmal ein paar Season 2 Aufnahmen. Ich muss mal schauen, was ich da noch so vorbereite. Und dann werden wir uns auch im LS wiedersehen, denn ich muss mich entschuldigen, dass ich wenig Videos gemacht habe. Allerdings wird es diese Woche auch wieder wenig Videos geben, weil wir ja recht viele Arbeiten schreiben in den nächsten Wochen. Das heißt, es wird vielleicht so 2-3 Videos pro Woche geben. Es tut mir leid, aber ich kriege das anders halt von der Zeit nicht hin. Ja, ich hoffe, das ist für euch okay. Wie gesagt, das sollte trotzdem von diesem Video gewesen sein. Ich würde sagen, bis dahin, Leute, haut rein und ciao.